L'homme. Der Mensch ist nichts anderes als sein Entwurf, nichts anderes als die Gesamtheit seiner Handlungen, nichts anderes als sein Leben. Oft kennen die Leute nur eine Weise, ihr Elend zu ertragen, nämlich zu denken, die Umstände waren gegen mich, ich war viel mehr wert, als aus mir wurde. Gewiss, ich erlebte keine große Liebe oder große Freundschaft, doch das liegt daran, dass ich keinem Mann oder keiner Frau begegnet bin, die dessen würdig gewesen wären. Ich habe keine sehr guten Bücher geschrieben, da mir die Muße dazu fehlte. Es blieben also bei mir eine Menge Anlagen, Neigungen, Möglichkeiten ungenutzt, die mir einen Wert verleihen, den man nicht aus der Aneinanderreihung meiner Handlungen ableiten kann. In Wirklichkeit gibt es keine andere Liebe als jene, die gelebt wird. Es gibt kein anderes Genie als das, das sich in Kunstwerken ausdrückt. Das Genie von Proust ist die Gesamtheit der Werke Prousts. Das Genie Racines ist die Reihe seiner Tragödien. Darüber hinaus gibt es nichts. Harte Worte, oder, Philippe Cabestan? Ja. Sie stammen von Sartre, aus dem Essay »Der Existenzialismus ist ein Humanismus«. Grandios, aber die Aussage ist ganz schön schwer zu akzeptieren. Es ist ein berühmter Text, vor allem unter Abiturienten, weil er oft als Lektüre im Unterricht behandelt wird. Was hier gesagt wird, ist schwer zu akzeptieren. Er ist leicht verständlich, aber schwer verdaulich. Denn er besagt, wenn ich mein Leben verpfuscht habe, ist es meine eigene Schuld. Ja. Wenn ich keine Abenteuer erlebt und keine guten Bücher geschrieben habe, trage ich dafür die Verantwortung. Mehr noch, ich kann noch nicht einmal behaupten, dass ich zwar mein Leben verpfuscht habe, aber ein anderes Leben hätte haben können. Irgendwo gibt es ein gelungenes Leben, aber ich habe es nicht gelebt. Ich habe eine Wahl getroffen, damit bin ich verantwortlich für meine Entscheidungen. Ich habe das Leben, das ich verdiene. Wenn jemand sagt, ich hatte eben Pech, dann ist er unaufrichtig. Ja, das sind Ausflüchte. Er sucht in den äußeren Umständen nach den Gründen für sein Scheitern. Zumindest in diesem Text ist das so dargestellt. Insgesamt ist Sartres Philosophie etwas differenzierter. Aber hier geht es um die eigene Verantwortung, die eigene Wahl. Man muss die Existenz einfach annehmen, wie sie ist. Das ist die praktische Konsequenz aus einer ersten Intuition, die besagt, der Mensch ist nichts als die Summe seiner Handlungen. Er ist nichts weiter als das, was er tut. Vor seiner Existenz ist er nichts. Der Mensch beginnt mit der Existenz. Richtig. Man ist nicht vorab schon dies oder das. Nicht bevor man überhaupt existiert hat, sondern erst danach. Damit sind wir beim Problem von Existenz und Essenz. Und bei Sartres berühmtem Satz, die Existenz geht der Essenz voraus. Ganz genau. Das heißt, ich bin nicht schon von vornherein etwas und werde dazu, indem ich existiere. Vielmehr wähle ich meine Existenz und am Ende bin ich nicht mehr als die Summe meiner Handlungen. Sartre würde also sagen, das ist der Unterschied zwischen dieser Bank und dem Individuum, das darauf sitzt, also Ihnen, Philippe Cabestan. Sie existieren und das bedeutet, sie treten aus sich heraus, unentwegt, während die Bank einfach ist. Die Unterscheidung zwischen an sich und für sich. Aber können Sie das allgemeinverständlich erklären? Das ist ja ein Paradox bei Sartre. Er drückt einfache Sachverhalte manchmal sehr kompliziert aus. Ja, die Lektüre von Das Sein und das Nichts ist teils ziemlich schwierig. Er schrieb an Simone de Beauvoir, das Buch enthält ungefähr 100 nervtötende Seiten. Aber der Rest? Genau. Aber wenn einem dieser Jargon einmal vertraut ist, stellt er überhaupt kein Hindernis mehr dar. Das an sich bezeichnet das Ding, wie es ist. Dinge haben eine Essenz, wie der Brieföffner aus der Existenzialismus ist ein Humanismus, der die Essenz eines Brieföffners hat. Er ist ein Brieföffner. Und er kann nichts anderes sein. Das für sich dagegen steht für die Existenz und damit die Möglichkeit, etwas anderes zu werden als das, was man vorher war. Die Möglichkeit zu wählen, sich zu bekehren und zu verändern. Ich bin niemals einfach das, was ich bin, weil ich mich entscheiden muss, was ich sein will. In Sartres Philosophie klafft ein Abgrund zwischen dem Ding, also dieser Bank und Ihnen, Raphael. Sie existieren und darum haben Sie sich für einen bestimmten Verlauf Ihrer Existenz entschieden. Aber das gilt doch nur, weil ich noch nicht tot bin. Ich habe eine Zukunft und kann noch Verschiedenes tun. Es gibt für mich noch ein Werden. Aber sobald ich tot bin, bin ich verdinglicht.
dann kann ich nichts anderes mehr sein als das, was ich war. Von da an bin ich im Sein. Das sollten wir erläutern. Schon der Buchtitel, das Sein und das Nichts. Man könnte meinen, das Sein ist gut und das Nichts ist schlecht. Das Sein bedeutet Leben und das Nichts den Tod. Dabei ist es genau umgekehrt. Das Sein ist der Tod und das Nichts ist die Freiheit. Ja, denn das Sein ist das an sich und das bedeutet für einen Menschen den Tod. Dann fällt der Vorhang, das Spiel ist aus, die Messe ist gelesen. Künftig bin ich nur noch das, was die anderen über mich denken. Das heißt, ich bin verdinglicht, mumifiziert oder, um mit Sartre zu reden, zu Stein erstarrt. Dann habe ich keine Chance mehr, etwas anderes zu sein als das, was ich bin. Meine Freiheit hat sich verflüchtigt. Aber ist das nicht genau das, was unserem Genossen Sartre passiert ist? Und zwar schon zu Lebzeiten, aber auch nach seinem Tod. Hier, das ist Sartre in all seiner Erhabenheit, als Fotografie. Ein erstarrter Sartre, mit seinem Schielauge, diesem Blick, der nach außen wegrutscht, seiner Pfeife, seinem hässlichen Gesicht, über das er so grandios zu sprechen verstand. Das ist ein zu Lebzeiten verdinglichter Sartre, das Sinnbild des Intellektuellen. Ich versuche mal hier raufzusteigen. Des Intellektuellen auf der Tonne, der vor den Arbeitern von Renault das Wort ergreift und sich selbst zum Standbild macht, indem er auf die Tonne steigt, in der Pose des Volksverteidigers. Hier könnte man einwenden, dass Sartre... Ich spring runter. Ich bin nicht Sartre und ich bin auch nicht tot. Man könnte einwenden, dass Sartre den Nobelpreis abgelehnt hat. Das war einer der Gründe für seine Ablehnung. Er wollte nicht zum lebenden Standbild werden. Natürlich gab es auch politische Gründe, aber das war auf jeden Fall ein Aspekt. Wenn man in den Olymp aufgenommen wird und den Nobelpreis erhält, hat man schon begonnen zu sterben, weil damit bereits die Versteinerung einsetzt. Ziehen wir was über, wenn wir nach draußen gehen. Also, damit beginnt die Versteinerung? Ja, und meine Freiheit wird unter dem Blick der anderen zu einer Sache. Ab jetzt bin ich der, der den Nobelpreis bekommen hat. Ich bin eingesperrt in der Bedeutung dieses Preises, ein Denker im Dienst des Staates. Die politische Dimension ist heute vielleicht nicht mehr nachvollziehbar, aber damals... Weil es ein bürgerlicher Preis ist? Ganz genau. Es war mitten im Kalten Krieg und damals war es peinlich, mit einer Auszeichnung wie dem Nobelpreis geehrt zu werden, weil es den Anschein erweckte, man stünde als Schriftsteller im Dienst der Bourgeoisie oder einer bürgerlichen Literatur. Aber es ist doch unglaublich hochmütig, den Nobelpreis abzulehnen. Camus hatte immerhin die Demut, das Preisgeld anzunehmen. Ja, aber... Man muss ganz schön eingebildet sein, wenn man nicht vom Nobelpreis zur Statue gemacht werden will. Oder nicht? Nein, das sehe ich etwas anders. Ich weiß. Sartre hätte diese Nobelpreisaffäre lieber vermieden. Es war eine unglückliche Verquickung der Umstände. Er konnte die Jury nicht rechtzeitig über seinen Entschluss informieren, bevor er ihm verliehen wurde. Und so musste er ihn dann ablehnen. Aber es wäre ihm lieber gewesen, wenn es erst gar nicht zu diesem Missverständnis gekommen wäre. Wenn er die Auszeichnung erst gar nicht erhalten hätte. Ja. Aber, naja. Aber hat er das nicht selbst herausgefordert? Irgendwann auf seinem Lebensweg wurde er zu der Institution Sartre, zu Jean-Paul Sartre, zu Jean-Sol Partre. Als er zu seiner eigenen Ikone wurde, hat er damit nicht das Etikett des engagierten Vorzeigeintellektuellen akzeptiert? Ja. Der Papst des Existenzialismus? Hat Sartre sich zu einer Sache machen lassen und aus Imagegründen auf seine Freiheit verzichtet? Dazu muss man aber Folgendes bedenken. Sartre zufolge hat der Mensch ohnehin keine Chance, der Verdinglichung zu entkommen. Das passiert unweigerlich durch den Blick der anderen. Das heißt, Sartres Existenz als... Man ist im Blickfeld der anderen, man ist so, wie die anderen einen haben wollen. Wir sind so, wie die anderen über uns urteilen. Wir sind für die anderen. All diese Urteile der anderen über uns, die noch nicht einmal übereinstimmen. Bitte. Danke. In einer Sendung über Sartre ist es selbstverständlich, dass man ins Café geht. Das ist die einzig denkbare Kulisse. Sehen Sie mal, dieses Café ist auf dem neuesten Stand der Nachrichten, mit all diesen verschiedenen Zeitungen. Libération natürlich, außerdem Le Matin und L'Humanité. Und eine alte Ausgabe der Libération über Sartres Tod und seine Beerdigung.
Dieser Mann wurde so feierlich beigesetzt wie ein Papst. Ist das nicht ein Widerspruch? Ich finde nicht, dass er wie ein Papst beigesetzt wurde. Das hatte eher Ähnlichkeit mit den Trauerfeierlichkeiten für Victor Hugo, auch wenn der Vergleich vielleicht hinkt. In der Presse wurde diese Parallele jedenfalls häufig gezogen. Für mich ist das sehr bewegend. Ich war damals Student und ich bin zu diesen Trauerfeierlichkeiten gegangen, ohne recht zu wissen, warum. Es fühlte sich an wie eine Notwendigkeit. Sartre war gestorben. Sie waren einer von diesen 50.000 Menschen. Da bin ich. Ja, Sie sind gut zu erkennen. Für uns war völlig klar, dass man dorthin ging. Ich erinnere mich an die Anekdote eines Philosophieprofessors an der Sorbonne, Olivier Revaux d'Allonne. Er erzählte, wie sein Sohn abends nach Hause kam. Auf die Frage, wo er herkäme, antwortete er: Ich war auf der Demonstration gegen Sartres Tod. Ach, wunderbar. Diese Antwort gibt die Atmosphäre der damaligen Zeit sehr gut wieder. Da drüben sind wir ungestört, da kommen Sie. Aber andererseits war Sartre... Nehmen wir doch diesen Tisch hier. Ja, hier. Bitte sehr. Danke. Ich lege eben ab. Was möchten Sie, Philipp? Einen Kaffee. Zwei Espressi, bitte. Okay. Gern. Zwei Espressi. Nanu. Der Kellner ist nicht so toll. Außerdem lässt er die Krümel auf dem Tisch liegen. Ein Kaffeehauskellner. Ein Kaffeehauskellner. Interessant, oder? Er wedelt zwar mit dem Lappen herum, aber die Krümel lässt er liegen. Als ginge es gar nicht darum, die Krümel zu beseitigen, sondern nur um die Wischbewegung. Ja. Seltsam, oder? Sehr. Als würde er das Wischen nur spielen, anstatt die Krümel wirklich wegzuwischen. Er spielt einen Kaffeehauskellner. Das heißt? Er ist kein echter Kellner. Er tut nur so. Andererseits... Vielen Dank. Das erinnert an die berühmte Passage aus Das Sein und das Nichts, in der es um einen Kellner geht. Ich habe die Stelle. Beobachten wir einen Kellner im Café. Er hat lebhafte und eifrige Bewegungen, etwas allzu präzise, etwas allzu schnelle. Er kommt mit einem etwas zu lebhaften Schritt auf die Gäste zu. Er verbeugt sich mit etwas zu viel Beflissenheit. Seine Stimme, seine Blicke drücken ein Interesse aus, das etwas zu viel Aufmerksamkeit für die Bestellung der Gäste enthält. Sein ganzes Verhalten wirkt auf uns wie ein Spiel. Er legt sich die Geschmeidigkeit und erbarmungslose Schnelligkeit der Dinge bei. Er spielt, es macht ihm Spaß. Aber was spielt er? Man braucht ihn nicht lange zu beobachten, um sich darüber klar zu werden, er spielt Kellner sein. Eine der schönsten Passagen aus Das Sein und das Nichts. Der ganzen Ideengeschichte. Ich weiß nicht. Das ist doch fantastisch. Naja, aber der Begriff der mauvaise foi, der Unaufrichtigkeit, des Nicht-Authentischen, ist ein starker Gedanke von Sartre. Dass man sich selbst etwas vormacht und diese Lüge untrennbar zum Menschsein dazugehört. Was heißt sich selbst etwas vormachen? Inwiefern macht dieser Kellner, der einen Kellner spielt, sich selbst etwas vor? In diesem Fall ist das ganz einfach. Hier wird beschrieben, wie ein Kellner einen Kellner spielt. Zu Anfang der Sendung haben wir den Begriff des für sich erklärt. Er bezeichnet das Existierende, uns beide. Wir sind eben keine Dinge. Wir können gar nicht so sein. Das ist aber genau das, was dieser Kellner probiert. Er versucht, wie die Dinge zu sein, im Modus des An sich. Er schlüpft also in die Rolle, gestatten Sie, er schlüpft in die Rolle des Bildes, das ein Kaffeebesucher von einem Kellner hat? Er passt sich an eine soziale Rolle an. Das erinnert auch an Untersuchungen des amerikanischen Soziologen Irving Goffman. Inwiefern? Dort wird Sartres Ansatz weitergedacht, dass es soziale Rollen gibt. Die Rolle des Philosophieprofessors, des Kaffeehauskellners, des Unternehmers, des Polizisten. Sie alle sind ziemlich klar definiert. Und wenn man Polizist, Unternehmer oder irgendetwas anderes sein will, passt man sich an eine Rolle an. War's recht? Alles bestens. Sehr gut, danke. Komische Floskel, dieses war's recht. Ja. Genau wie, darf's noch etwas mehr sein? Guten Tag oder noch besser, guten Tag, der Herr. Auch das ist eine Art Kaffeehauskellner zu spielen. Stimmt, das gehört zum Jargon. Auch diese Dinge entwickeln sich weiter. Heute verhält sich ein Kellner ganz anders als 1945, als Sartre. Aber man verstellt sich nach wie vor, oder? Richtig. Ontologisch betrachtet, also unter dem Gesichtspunkt des menschlichen Seins,